Sie ist gut besucht, die Regenbogengrundschule in Rochlitz. In der 2,5-zügigen Grundschule mit Ganztagsangebot lernen derzeit 230 Schüler und Schülerinnen in 10 Klassen. Unterrichtet werden sie von 13 Lehrerinnen. In das Schulgeschehen derzeit integriert ist auch der Hort. Das soll sich nach Plänen der Stadt Rochlitz nun ändern. Das Gebäude soll als Ausweich- oder Kapazitätserweiterung für die Grundschule dienen. Im Erdgeschoss wollen wir 2 Klassenräume einbringen und in erstes und zweites Obergeschoss den Hort, wo wir jetzt momentan in der Schule Hort abhalten in 3 Klassen. Die sollen dann hier bessere Möglichkeiten, bessere Bedingungen finden mit den erweiterten Außenflächen und natürlich auch so vom Ganzen, also die Kinder aus dem Klassenraum rausnehmen, sind ganz nah an der Schule, dann sollen sie auch an ein anderes Ambiente kommen. Und das ist damit bezweckt. Natürlich auch im Hintergrund auf die wahrscheinliche Schließung der Schule in Wechselburg, ne, wo wir jetzt einfach hier die Schüler von Wechselburg aufnehmen. Ne, und wir sind jetzt in der Dreizügigkeit und dafür ist die Schule nur ausgelegt. Wir brauchen sozusagen etwas Ausweich. Und die Stärkung des Schulstandortes ist damit ein ganz klares Zeichen auch vom Stadtrat, dass wir uns dort also auch ganz klar positionieren. Dazu will die Stadt das benachbarte Grundstück Poststraße 1820 erwerben. Den Beschluss zum Kauf fasste der Stadtrat in seiner letzten Sitzung am 30. Mai. 35.000 Euro will der Landkreis Mittelsachsen für sein Grundstück haben. Die Lage des Grundstücks ideal. Bereits jetzt verbindet ein Weg die Schule und das Grundstück. Selbiges bietet auch noch genügend Fläche für einen Spielplatz. Also jetzt muss der Kauf vollzogen werden nach dem Beschluss. Wir hoffen, das geht sehr schnell, weil das ist noch eine gute Zusammenarbeit mit dem Kreis jetzt, mit der Abteilung. Und sobald das geschehen ist, oder wir fahren parallel schon mit der Planung an. Also wir haben schon im Planungsbüro, was jetzt die erste Begehung machen wird hier nächste Woche. Und dann Schritt für Schritt auch mit der Grundschule, mit auch einem Träger jetzt für den Hort, tun wir dann gemeinsam natürlich was entwickeln. Also die sind von Anfang an mit dem Boot. Zeitschiene natürlich so schnell als möglich. Wir rechnen aber nicht vor Fertigstellung Anfang nächstes Schuljahr. Also das ist natürlich schon ambitioniert, aber wir sind auch ein bisschen so in der zeitlichen Zwickmühle und wenn alles gut läuft und die Umbaumaßnahmen sich auch im Rahmen halten, dann könnte es funktionieren. Damit es funktioniert, galt es im Vorfeld, das Schulhortkonzept der großen Kreisstadt zu verändern. Der Nikolausverein soll hier nach dem Umbau bis zu 100 Hortkinder betreuen. Im Gegenzug gibt das DRK seinen Hort mit 80 Plätzen auf. Die Einigung eine Win-Win-Situation. Was für den Nikolausverein Planungssicherheit bedeutet, bringt dem DRK Entlastung. Auch wenn derzeit die Schülerzahlen vielversprechend sind, DENE setzt beim Umbau auf Nachhaltigkeit und forciert die Integration eines Plan B. Also ganz vorsichtig sind wir vielleicht so bei 1,5 Millionen. Wir haben auch die Treppenhäuser. Also wir wollen natürlich das Gebäude vielleicht auch schon zweigleisig planen. Einmal jetzt für die jetzige Nutzung Schule Hort. Wie die Entwicklung ist mit den Schülerzahlen, wissen wir nicht. Aber dass wir vielleicht auch eine Nachnutzung, vielleicht als Bürogebäude. Also so ein bisschen multifunktionale Planung. Und da sind wir jetzt bei 1,5 Millionen, circa, kann noch nach oben, nach unten gehen. Aber jetzt mit den neuen Förderungen jetzt auch für gerade Schulen und Hort, die bei einer Förderquote 90% liegt, sind wir natürlich da ganz gut. Eigenmittel haben wir ausreichend eingestellt jetzt im Haushaltsplan, der auch bestätigt ist. Und von daher Finanzierung steht, kann man sagen. Und mit selbiger steht und fällt bekanntlich jede Unternehmung. Aus dem Landratsamt Mittelsachsen heißt es, dass der Antrag zum Kauf eingegangen und der Vorgang in Bearbeitung ist. Einen Termin zur Abwicklung des Verkaufs nannte die Behörde nicht.